selber sehen. Das sieht übelst geil aus. Können wir jetzt, können wir schon Bobbys auf YouTube direkt, können noch Live-Schaltung machen. Ja, wir sind live gerade. Ach so, ja. Hi. Hi. Wie geil. YouTube, was geht? Hallo YouTube. Hallo YouTube! Ja, er wollte ein ernstes Video machen daraus. Ach so, okay. Nee, ist okay. Können auch. Ja. Wenn ihr hart trainiert, seht ihr so aus. Ja, die ein oder anderen haben es ja schon verfolgt, dass ich mich seit einigen Jahren der sportlichen Abstinenz habe ich wieder angefangen zu trainieren. Und zwar beim Simon Beutler in Sindelfing. Und ja, jetzt bin ich schon seit 3 Wochen dabei und ich muss echt sagen, guck mal, ihr seht das schon, ne? Ich kann die Tasse hier halten, ohne zu zittern. Nee, jetzt mal Spaß beiseite, aber nach 3 Wochen fühle ich mich schon deutlich fitter. Und auch, was ich einfach merke halt beim Fotografieren, ne? Ich bin viel leistungsbereiter, leistungsfähiger. Und ja, ich dachte einfach, wir quatschen heute mal so über das Thema Sport und auch so die Kombination aus Sport und Alltag. Weil das war eigentlich immer so meine Ausrede Nummer 1, ne? Ja. Wenn jemand gesagt hat, ja, was machst du eigentlich oder machst du überhaupt was und so, war eigentlich immer meine Ausrede Nummer 1, habe ich keine Zeit für. Ja, das ist auch die Ausrede, die jeder bringt eigentlich. Ne? Habe ich keine Zeit für und das ist aber eigentlich Schwachsinn. Das ist echt die Einstellung einfach, die man dazu hat. Wenn mir was wichtig ist und ich wirklich was verändern möchte, dann finde ich die Zeit, die nehme ich mir ja. Weil keiner hat heutzutage noch Zeit. Ja? Mhm. Also du hättest zum Fotografieren keine Zeit, außer dir ist es wichtig und du nimmst dir die Zeit dafür. Ja, und das ist definitiv einfach was, wo wir auch so betrachten müssen, dass wir uns irgendwie die Zeit freischaufeln. Und was viele missverstehen, ist, sie denken, wir müssen 2, 3, 4 Stunden trainieren oder so. Also du siehst, unsere Trainingseinheiten gehen 60 Minuten. Ja, wir reden aber zwischendrin auch noch und wir könnten diese auch noch kompakter gestalten. Ja, aber ich würde ja auch ein bisschen was beibringen und wir haben ja auch die 60 Minuten, wo du dir frei nehmen kannst, sage ich mal, und deshalb füllen wir die auch. Aber es reicht zum Beispiel schon mal aus, wenn man mit 20 Minuten Training anfängt. Das 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche. Lieber so kleinere, intensive Einheiten wie irgendwas Langes. Weil du merkst selber, die Konzentration geht flöten, die Kraft lässt nach, etc. Also es ist wesentlich intensiver, wenn du so kürzere, harte Workouts machst. Ich habe auch gemerkt, also das hätte ich vorher auch nicht so gedacht, also durch den regelmäßigen Sport und das wirklich nach nur 3 Wochen und das finde ich schon bemerkenswert, bin ich generell, also durch diese höhere Leistungsfähigkeit, kriege ich mein anderes Geschäft einfach viel schneller gebacken. Diese Zeit, die ich eigentlich im Training verbringe, die fehlt mir nirgends. Weil genau. Ich einfach in allen anderen Bereichen deutlich motivierter, deutlich schneller auch bei der Sache bin. Ja, klar, weil du bist halt dadurch wesentlich motivierter in deinem Job, weil du auch eine Abwechslung hast. Zudem fördert natürlich ein richtiges Training einfach auch, dass du dich wesentlich glücklicher fühlst. Ja? Und du merkst natürlich, dass der Körper einfach von der Leistungsfähigkeit steigt. Ja? Definitiv, er ist belastbarer. Ja? Du kannst mehr machen und das merkt man, egal was für einen Beruf man hat. Definitiv. Gerade an die Fotografen auch da draußen. Ein ganz großes Thema. Also ich habe ziemlich Rückenprobleme gehabt. Ich hatte ja auch letztes Jahr den Unfall. Und das ist auch krass. Also die Rückenschmerzen sind eigentlich wie weggezaubert. Und das ist jetzt kein Scheiß, was ich erzähle. Das ist tatsächlich so. Eigentlich habe ich mich gefühlt wie so ein 70-80-Jähriger. Also zu unserem Training ist natürlich zu sagen, dass wir kein stupides Krafttraining oder so machen. Ja? Wir machen, wie gesagt, immer was am Anfang, zum Beispiel in unserem Warm-up, immer was, wo wir an der Beweglichkeit irgendwie arbeiten, aber auf der dynamischen Basis. Dann koordinativ. Und dann gehen wir mehr in den Kraftbereich rein. Und am Schluss gehen wir mehr in solche, ja, Core-Übungen und auch Finisher-Übungen, ja, also wo wir wirklich nochmal das Herz-Kreislauf-System aktivieren. Aber es ist was anderes. Wir arbeiten mit wenig Geräten, wir haben vielleicht einen Seilzug, wo wir mitarbeiten, ansonsten mit der Langhantel, mit Medizinball, mit so einem Brawler, wo wir heute dann auch gesehen haben. Das sind halt so Geschichten, da wird der Körper ganz anders genutzt, eigentlich eher so genutzt, wie er auch geschaffen ist. Ja? Der ganze Körper muss irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist halt auch das wieder, was du in deinem Beruf hast. Ja? Du musst dich irgendwie in irgendeine Lage bringen, du musst dann nachher halt zum Beispiel auch eine Kamera halten, da ist halt dann wichtig, dass der ganze Körper aber irgendwo auch angespannt ist, ja, und dass die Schulter dann aber auch nicht nachlässt. Also brauchen wir trotzdem auch eine Schulterstabilität, ja. Und wenn du dann irgendwie an der Maschine sitzen würdest und hier irgendwelche Seitheb-Übungen machen würdest, würde das dir nicht so viel bringen, wie wenn du halt im Stehen zum Beispiel ein Schulterdrücken oder so machst. Ja, das ist also was ganz anderes. Und ich denke auch, dass der Spaßfaktor bei sowas viel mehr da ist. Also das definitiv, das kann ich genauso bestätigen. Ja.
Ich habe einfach, klar, ich habe dann versucht, also ich muss echt sagen, ich habe 2 Jahre lang jetzt nichts gemacht, gar nichts. Ich saß halt auf dem Sofa rum. Hab mal ab und zu FIFA gezockt. Das war so mein Sport. Genau. Und Fitnessstudio, ich habe es dann halt wirklich versucht mit Fitnessstudio. Ja. Und es war halt für mich persönlich einfach immer totlangweilig. Es war immer das Gleiche. Egal, ob man jetzt auch mal Geräte durchgewechselt hat oder so, aber letztendlich unterm Strich kam ich halt immer raus und war so ein bisschen gelangweilt irgendwie von dem Ganzen. Ja. Und das ist halt echt, was hier cool ist. Einfach, das ist unheimlich abwechslungsreich und ich freue mich auch immer aufs Training, weil es halt wirklich nicht so diese stupiden Bewegungen sind. Das ist echt, man merkt auch, dass das Hirn da auch mitarbeitet. Definitiv, ja. Und man muss dazu auch sagen, das ist zwar ein Konzept, was jetzt in Deutschland ein bisschen populärer wird. Also wenn ihr gerade solche Kunstrasen-Sachen seht und solche Racks, wo die Langhandel drin sind oder so, das kommt jetzt auch. Das Problem ist zum einen, viele assoziieren damit CrossFit. Das ist kein CrossFit, was wir machen. Ich bin auch nicht so ein Fan von CrossFit. Das ist okay, das ist eine Sportart. Da ist alles in Ordnung. Meistens ist es so, dass solche Sportarten nicht gesund sind für den Körper. Wie Football ist nicht gesund für uns. Ja? Aber es hängt alles nachher wirklich an den Leuten, die das Ding führen. Zum einen, was hat der Trainer für eine Qualifikation? Also damit meine ich nicht nur die schulische Ausbildung oder so, sondern wirklich auch, wie stellt er sich an? Wie kann er mit Menschen umgehen? Und wie gut, was für eine Erfahrung hat er einfach? Ja? Und das ist eigentlich das, wo das ganze Ding dran hängt. Das ist nachher entscheidend, ob du Spaß hast oder nicht. Harmoniert es oder harmoniert es nicht? Und das ist halt hier schon sehr besonders. Ja? Also wenn wir mit unserem Open Gym trainieren, das bedeutet, ein Trainer ist da und bis zu 10 Leute maximal gleichzeitig, da harmoniert das. Die Leute haben Spaß beim Training, aber sie geben auch immer alles. Ja? Wir trainieren ja von Leistungssportler, Profisportler wirklich bis hin zum Beginner, ja? Was ja gar kein Problem ist. Wir gehen auf die Leute individuell ein. Ja, ganz kurz zum Hintergrund vom Simon. Also wir haben uns kennengelernt, also ja, es ist jetzt einfach schon, ich glaube 4 Jahre müsste das jetzt her sein. Ja. Und zwar, Simon spielt Football und hat auch aktiv Football gespielt oder spielt immer noch aktiv? Ich bin immer noch aktiv, ja. Damals war es noch so in Holzgerling, dann in Stuttgart und jetzt bin ich in Albershausen gerade aktiv. Und wir haben uns in Holzgerling kennengelernt und zwar, das war eigentlich ein Projekt, was ich zu der Zeit gemacht habe. Ich habe Sportler fotografiert im Studio und da war dann eben Simon als Footballer auch mit dabei und ich fand es interessant, ich habe mich dann auch fürs Training interessiert, habe dann auch ein halbes Jahr mittrainiert, bis ich mir dann meinen kleinen Finger gebrochen habe. Das ist die Geschichte. Und dann war die Karriere kaputt. Der Finger, der ging nicht mehr. Der hat nicht mehr funktioniert. Ja, okay. Einfach nur der Ball, ne? So von vorne drauf und für mich dann die aktive Sportkarriere. Konnte nicht mehr laufen. Beendet, ja. Und jetzt haben wir uns dann irgendwie über Instagram, müsst ihr auch unbedingt vorbeischauen, machbar, @SimonBeutler. Bei Simon Beutler. Genau. Machbar bei Simon Beutler. Schaut auf jeden Fall mal bei seiner Instagram-Seite vorbei. Er hat auch immer coole Videos in seiner Story und so. Und das war auch so das, wie wir dann wieder aufeinander zugekommen sind. Ich habe die Videos gesehen, ich fand das unheimlich inspirierend. Gerade weil es eben ein anderes Training war. Ja? Es sah einfach irgendwie cool aus. Also das Erste, was ich gedacht habe, war so, geil ist irgendwie cool. Ja? Das sieht nach Power aus, das sieht nach Arbeit aus und es sieht nach jeder Menge Spaß aus. Und dann habe ich Simon einfach mal angehauen und so kam der Kontakt zustande und jetzt eben seit 3 Wochen bin ich hier im Training und muss sagen, bin sehr, sehr zufrieden, weil auch einfach die Betreuung passt. Also du hast es gerade auch angesprochen, so diese persönliche Ebene. Ja, genau. Und das ist, was ich dann doch auch in vielen Fitnessstudios einfach, und ich war immer wieder in Studios angemeldet und habe dann halt immer nach einem Jahr, in dem ich nur 3-mal da gewesen war, dann wieder gekündigt und dann habe ich mich halt wieder irgendwo angemeldet. Ja. Also der Wille war immer da, aber irgendwie dieser innere Schweinehund war zu groß. Und das ist halt eine Basis, auf der man arbeitet, so eine persönliche Basis. Und das ist unheimlich motivierend einfach. Also da bleibt man irgendwie auch anders am Ball. Definitiv. Und es macht auch als Trainer viel mehr Spaß, ja, weil du kannst erstens dich auch viel besser auf die Kunden vorbereiten, ja, du kannst viel besser das Training anpassen, weil du ihn einfach besser kennst. Das ist immer so eine freundschaftliche Basis. Man ist auch immer ehrlich zueinander und das führt halt auch irgendwo zum Ziel, ja, weil sonst fängst du an, dir irgendwelche Sachen einzureden, dir alles schön zu reden und da sind wir als Trainer dann auch da und bremse dich da mal ein bisschen, ja. Also wir sagen dir, ob die Leistung gut war, wir sagen dir auch, wenn die Leistung schlecht halt ist, ja. Oder wenn das mit der Ernährung nicht so klappt, dann geben wir Tipps etc. Man kann drüber reden, das ist halt der Vorteil, ne. Man kann drüber reden, du kannst es dann sagen, dann wird es dir wieder bewusst und dann achtest du schon wieder mehr drauf. Und das ist halt das Ding, ja. Viele sagen zu mir so von wegen, hey Simon, am Wochenende muss ich wieder an dich denken, ja. Und also das sagen mir sehr viele Leute. Dann sage ich, wieso denn? Dann sage ich, ja, weil ich das und das gegessen habe, dann wusste ich auch, wenn der Simon das wüsste, ja. Das ist total lustig, ja. Und dann merkst du einfach, es funktioniert, was du machst. Also für mich ein sehr wichtiger Faktor. Hallo. Hi, Vanessa. Sag mal Hallo. Ja. Sag mal Hallo, YouTube. Hallo, YouTube.
Ja, und gerade dieses Persönliche einfach finde ich sehr wichtig, unheimlich motivierend, ja. Und war dann für mich auch der Grund, weshalb ich hierher gekommen bin, weil man hier einfach in guten Händen ist. Und ja, also Tom 2.0, laufendes Projekt, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, ich habe es ja eben schon gemerkt, innerhalb von kurzer Zeit, dass man sich schon entwickeln kann. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Und vor allem bin ich gespannt, und das ist eben auch ein Riesenpluspunkt hier, wie es sein wird, wenn ich jetzt dann auf Fotoshooting-Touren bin, wenn ich dann auf den internationalen Turnieren bin und so, wo ich eben nicht die Möglichkeit habe, im Gym zu trainieren. Ja. Und da wird mir der Simon eben dann verschiedene Übungen mit an die Hand geben, die ich bei mir im Hotelzimmer oder auch draußen dann machen kann, wo ich einfach nichts für brauche, genau, außer meinen Körper, mein Astralkörper. Und da bin ich sehr gespannt, und auch da werden wir euch auf jeden Fall hier mit diesem Videolog auf dem Laufenden halten. Ja, bleibt dran, und wir nehmen euch jetzt gleich noch mit auf eine kleine Trainingsrunde, dass ihr mal seht, wie ich mich hier so im Training schlage. Definitiv. Ja, abgeht. Denn alles ist machbar. Maschine! Ciao YouTube! Sag mal Tschüss YouTube! Wären nur Deko oder sowas. Wir haben 42 Kilo, wenn die ganz drauf liegen sollten. Wieder der gestrandete Wal.